Spielerischen her schätze ich uns auf jeden Fall stärker ein. Ja, natürlich. Also ich möchte hier auf jeden Fall endlich mal was holen und am liebsten wäre ich aufgestiegen in die dritte Liga, das wäre mein Traum gewesen. Aber jetzt das Pokalfinale gewinnen wäre auch eine schöne Option und danach schön zusammen mit den Fans feiern. Wir haben die meisten Spiele souverän absolviert und auch wie jede Mannschaft aber auch ein, zwei Spiele dabei gab, wo man ein bisschen kämpfen musste, wo es knapp war. Ich denke, das ist aber normal, weil sich jeder komplett reinhaut von den Underdogs und jeder das Pokalfinale erreichen möchte und im Pokal ist auch alles möglich. Deswegen denke ich, dass das alles ganz gut gelaufen ist für uns. Ja, also ich erwarte ein sehr heißes Spiel, also mit hoffentlich viel Spannung. Ich denke, in der Hinrunde haben wir auch viele gute Spiele absolviert, wo viele Fans da waren, was natürlich zusätzlich motiviert auch nochmal. Und ich denke, wenn nachher volles Haus ist im Pokalfinale, dann pusht einen das natürlich nochmal mehr. Und wenn die Fans uns im Rücken stehen, dann denke ich mal, dass wir das gewinnen können, ja. Ja, wir haben natürlich auch viel Verletzungspech, was das den Trainer natürlich auch ein bisschen schwerer macht, die richtige Mannschaft aufzustellen und auch ein, zwei Gesperrte noch. Und ich denke mal, dass wir in der Offensive unsere Stärke haben. Wir müssen mit der Mannschaft stabil verteidigen und am besten halt nichts hinten zulassen. Wo wir halt auf jeden Fall darauf achten müssen, sind halt die Standards von denen, weil die halt körperlich oder auch von der Größe her überlegen sind. Und ich denke, dass das für uns am schwierigsten wird zu verteidigen. Ja, ich hoffe, dass ich erstmal mit dem Pokal eine Runde durchs Stadion renne und dann hoffentlich mit den Fans und mit der ganzen Mannschaft, den ganzen Verein hier eine richtig geile Feier habe und wir das Pokalfinale den Sieg feiern können. Und wir, wie gesagt, den Pokal gewonnen haben und das DFB-Pokal freuen können. Ich finde es immer geil, Derby zu spielen und ich würde auch nichts dagegen haben, gegen Union zu spielen. Macht mir schon auch richtig viel Spaß. Aber sonst, wenn man einen schwachen Zweitligisten bekommt, dass man vielleicht die Chance hat, nochmal eine Runde weiterzukommen. Oder wie gesagt, Bayern, Dortmund, die Top-Clubs aus der ersten Liga, die wünscht sich jeder, ja.